Open roads and big blue skies. Crossing over every friends can always pass the time out in the great unknown. We wanna go on a great adventure. Ja, eines schönen Tages, es war genauso wie hier gerade, da ruft mich mein Vater auf der Telefonbox an. Da hört das Ringen. Hallo Papa. Auf jeden Fall ruft mich mein Vater an und sagt mir, yo, mein lieber Sohn, du gehst jetzt mit mir aufs Land und da willst du mit mir in Frieden auf dem Land leben und wenn du Schnick machst, dann werde ich dich enterben. Ja, spulen wir mal ein Jahr vor. Mein Vater wurde von einer Bergziege gefressen. Von einer scheiß Bergziege. Es ist scheiße warm hier draußen. Und ich bin hier alleine. Versteht ihr, wie ich meine? Was hat sich gereimt? Wir gehen ein paar Bergziegen melken, ist ja kein Problem. Da geht mein Vater die Schräge da hoch. Kommen 5 Bergziegen, schlagen ihn zusammen und fressen ihn auf. Und ich stehe da unten mit so einer Fresse. Ja, jetzt kommen Freunde zu einer weiteren Folge Sterzig Scheiße am Mittwoch. Wir sind wieder hier und zocken mit Sterzig Scheiße, ihr versteht das schon. Also, wir sind ein Typ, würde ich jetzt mal sagen. Nehmen einfach einen mit so einem 3-Tage-Bart. Am besten, okay, die haben alle einen richtig fetten Bart. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal aus Reflex ihn hier. Genau, und der Bart. Oh mein Gott! Ja, wir nehmen so einen richtigen. Oh mein Gott, ist das hässlich, wie geil. Genau den nehmen wir in den Einkaufswagen. So, okay. Ich würde sagen, somit haben wir auch unseren Charakter schon fertig. So, wie mache ich das jetzt? Space, start game. Abfahrt! Ja, wir zocken heute Open Country. Storyline? Hello there. I've been on the road for a while now. I could use a place to rest before moving on. Let's throw you straight into earning your stay. Okay. Sieht ja schon wieder gut aus. Alles gut, Johnny! Ja, also basically, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Ich habe das euch jetzt mal erspart. Ich möchte hier gerne Nacht verbringen. Anscheinend bin ich hier mit dem Auto vorbei oder whatever. Und er sagt mir so, ja, du kannst hier gerne bleiben, aber du musst ein paar Aufgaben für mich erledigen. Das machen wir. Anscheinend gibt es 4 verschiedene Okay. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem blauen Ziel da oben. Kann ich hier irgendwie... Ich kann springen. Ja, that's me, Ranger Ainsley. You know. Und dann wird man einfach wieder ins Spiel geworfen. Ich kann halt einfach nur alle 2 Sekunden sprinten. Hier, pass auf. Oh, sprinten. Okay, danke. Zack. Wow. Ich gehe jetzt mal wieder in die Lodge. Ich glaube, da muss ich hin. Welcome back. Ja, moin, Digga. There's plenty of small game out and about in this area, if you know what. Ich darf jetzt wild erschießen und das Fleisch mit nach Hause bringen. Come back with some game. Jetzt geht's los. Vielen lieben Dank. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich richtig alles abballern, was nicht bei 5 auf dem Baum ist, Digga. Jetzt geht's los. Okay, darf ich jetzt irgendwas töten? Bitte. Soll ich jetzt einfach nur hier rumlaufen und Viecher töten? Oder wie, oder was, oder wie? Put, 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 put. Da ist ein Kaninchen. Ich habe eins, Freunde. Shh, da. Da ist es. Oh, eine Häschenfamilie. Wie schön. Boom. Hab eins. Oh, ja, das werde ich häuten und essen. Oh, ein Fuchs. Ein Fuchs. Boom. Howdy, Partner. Ha. Was bist du denn? Ich weiß, was du bist. Du bist mein Mittagessen. Ja, Mensch. Es gibt ja richtig viel zu tun in dem Game. Oh! Eureka! Jetzt aber. Das Aim muss jetzt stimmen. Nein! Oh, scheiße.
Das war unsere Chance. Was ist das? Sind das Biber? Oh, die sehen aber prall gefüllt mit leckerem Fleisch aus. Wäre doch eine Schande, wenn sie jemand erwischt. Das gibt Mittagessen, Leute. Ich sag's euch. Okay, wir haben viel gejagt. Wir haben viel erreicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Wir sollten ja nur diese Quest machen. Fuchs! Nein! Ihr kommt über meinen Ofen. Richtig schön werde ich euren Kopf abtrennen und schön über meinen Kamin machen, ey. Euer Fuchsschwanz wird richtig schöner Schal. Das wird nice. Kommt hier rein, rein, rein in meinen Mund. Parasiten! Keine Ahnung, was das jetzt soll. So, wir gehen jetzt zurück in die Bar. Thanks, Gary. Weil das Fleisch jetzt schlecht geworden ist, habe ich nicht mehr genug, um die Mission abzugeben. Weil jetzt Parasiten gespawnt sind. Wo sind jetzt hier noch Drecksviecher? Hä? I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Kaninchen! Jetzt aber Fokus. Hab ich's? Nein. Bitte. Hab ich. So, jetzt packe ich das Kaninchen in meinen Mund. Ich gehe jetzt zurück zu Mellow Meadow Parkplatz. Scheiße, Wohnwagen, Arschloch. Und werde dort meine Mission abgeben, ob ihr wollt oder nicht. Also ich frage mich gerade, wie ist das Spiel mit Musik? Ich dachte gerade die ganze Zeit, das Spiel wirkt so langweilig und unatmosphärisch, weil halt keine Musik da ist. Plot Twist, die Musik öffnet sich nur, wenn ich einfach... Scheiße! Scheiße! Immerhin hatte ich hier den Checkpoint. Okay, ich bin aus Versehen gestorben. Passiert. Ja gut, dann werde ich jetzt noch schnell ein Kaninchen farmen und dann, weiß ich nicht. Also irgendwas ist mit dem Spiel nicht ganz richtig. Dann werde ich jetzt noch schnell, dann werde ich jetzt noch schnell. Dann werde ich jetzt noch schnell. I would walk 500 miles and I would walk 500. Ich renne hier original seit 5 Minuten rum. Und findet dieses Dreckskaninchen nicht. Just to be a man who rolls a thousand miles to... Kann bitte ein Dreckskaninchen spawnen? Ich will doch nur ein Kaninchen! Ich bin literally am fucking verdursten, weil keine fucking Hasen spawnen! Ah! Es spawnt nichts. Es spawnt nicht eine Sache. Nicht mal ein fucking Maikäfer spawnt! Bitte stirb! Bitte, 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 können jetzt Hasen spawnen? Nur weil ich jetzt einmal darunter gefallen bin und gestorben bin. Okay, zweimal. Darf ich jetzt nichts mehr machen? Bitte, bitte, bitte spawn. Wir machen einfach bei unten weiter bei Bad Eisenhower. Ich glaube, das ist verbuggt. Also es muss verbuggt sein. Hier ist nichts. Jamal, das kann nicht sein. Den ganzen Tag suche ich hier rum nach beschissenen Kaninchen. Und was finde ich? Nicht eins. Nicht eins. Ich habe Parasiten in meinem Scheiß Arschloch. Und es spawnt nichts Neues. Ich mach das jetzt nochmal. Ich gehe jetzt nochmal dahin. Und jetzt, Freunde, jetzt werde ich Kaninchen holen. 1 Stunde 6 Minuten geht die Aufnahme. Und ich bin am Ende. Ein Hirsch! Wo ist er hin? Ja! Erfolg! Wie jetzt, das zählt auch nur einfach so als Fleisch? Toll, jetzt habe ich einen Hirsch gefangen und es bringt mir nichts. Nicht mal irgendwie, ja, du hast jetzt einen großen Pelz oder du hast jetzt ein krasses Stück Fleisch. Nö, einfach nur, ja, Pelz, ne? Da, da, da. Nicht ein Hase! Nicht ein Hase!
Jetzt werde ich dich dein Pelz entledigen. Seit locker einer halben Stunde sitze ich hier an derselben Drecksmission. Welch Trubel. Endlich. So, hier. Ist ja fast wie bei Bugsnacks, Digga. Geil. 50 Bucks, 50 Erfahrung. So. Take it for a spin around Green Hoof and load all the supplies you can on the ATV. Zum Glück habe ich einen Führerschein. Alles klar, also ich darf jetzt irgendwo hin und richtig fett mit einem ATV rumcruisen, das ist ja richtig geil. Begib dich zum Damm. Wie in so einer, Natur-Doku. Also, ich begib mich jetzt zum Damm. Hi, na? Ventil. Okay, jetzt habe ich irgendwas verändert. Also, rein kontextmäßig. Also, was ist das auch für ein Damm hier? Der ist ja mitten in den Stein irgendwie gemeißelt hier. Keine Zufahrt mit dem Auto. Muskelzerrung. Du hast dich zu... Warte. Beine. Muskelzerrung. Du hast dich zu sehr gepusht und deine Muskeln haben den Preis dafür bezahlt. Ich kann mir den scheiß Muskel zerren. Okay. Bin ich jetzt beim Greenhorse Sanctuary? Hello. Oh. Hello. Here are the keys to the ATV. Jetzt geht's erst richtig los. Ich hab's im Gefühl. Abfahrt! Ha, ja! Ja, genau! Oh! Hoppala! Pass mal auf, Leute. Ich bin begabt in sowas. Ja? Ja? Ja, genau! Easy! Ja? Ja! Abfahrt! Ich werde einfach despawned. So, Amy, halt dich fest! Oh. Ja, es ist einfach eine langweilige Scheiße. Du kannst ja nichts machen. Du kannst ja wirklich gar nichts machen. Dropped off your ATV, scratch free. Was war das denn? Kehre mit dem Wohnmobil zu Gary in der Lodge. Das war ja jetzt übel scheiße mit dem ATV. I think it's locked. Ey, dieses Spiel ist ja der reinste Durchfall. Ich bin zurück. Welcome back again. So, mit ihr kann ich handeln. Was mit ihm hier? Hey. Keine Ahnung, mit ihr kann ich auch nicht handeln. Aber krass, ja, zwischendurch kommen so Händler rein. Scheiß drauf.